Naja, grundsätzlich hatten wir uns gesagt, wir wollen was machen, was verschiedene Schauplätze zulässt. Also nicht ein Bühnenbild, das im Putzan dasteht, sondern wir wollten, dass das Bühnenbild, also die Geschichte mit erzählt, also mit dem Stück mitgeht und auch entsprechende Schauplätze, verschiedene Schauplätze auch möglich macht. Und da sind wir natürlich immer auf eine, ja, entsprechende, von Akt zu Akt verändert sich quasi das Bühnenbild, es soll auch Überraschungen geben, es ist kein Durchsteher und das ist natürlich in der Freilichtbühne nicht so ganz einfach, weil man ja keine technischen Voraussetzungen hat wie im Theater, wo die einfach dann schon mal da sind, sondern man muss sich da eine Bühne richtig selbst bauen. Anfangen tut es ja so simpel, es ist quasi überdimensionales Malatelier. Es entwickelt sich eigentlich aus dem Stück selbst. Cavaradossi ist halt ein Maler und malt halt an einem riesengroßen Bild und macht aber einen Fehler, dass er das falsche Auge, oder besser gesagt die falsche Augenfarbe malt, nämlich blau statt braun, weil die Tosca braune Augen hat und die Tosca das blaue Auge sieht und sie reagiert allergisch und ist sofort eifersüchtig und misstrauisch und das löst viel aus. Und insofern hat sich das also aus dem Stück heraus mit diesem Auge entwickelt. Das verändert sich dann im zweiten Akt. Aus diesem Auge wird dann sowas wie, oder soll zumindest, ist angestrebt, sowas werden wie so ein Überwachungsauge, also so Big Brother is watching you. Sodass man von dem einen, von so einem, der Maler und sein Modell, so plötzlich merkt man, das ist hinter einer Folie von Überwachungsstaat und Absolutismus. Und hinter dieser oder auf dieser Folie eigentlich auch das Stück erzählt wird. Diese Liebesgeschichte hat natürlich Hintergründe. Ja, es gibt so viele. Es gibt wirklich viele, diesmal gibt es wirklich verschiedene Sachen, wo man die Finger kreuzen muss oder was auch immer drückt, damit das dann funktioniert. Es ist halt sehr viel Elektronik und man muss sich auf die Elektronik verlassen können. Da sind zwar über Sicherheitssysteme drin, aber trotzdem, es ist jede Bewegung. Wir haben uns zwar so, in den meisten Fällen haben wir so Worst-Case-Situations ausgearbeitet oder Solutions, sagen wir so besser, aber ein paar Sachen, wenn nicht funktionieren, funktioniert das wirklich nicht. Also, ja. Naja, das ist schon Wahnsinn hier mit diesem See. Also, dass man sagt, also, wir wollen technische Veränderungen machen, verschiedene Bühnenbilder zeigen hier auf dem See. Das ist schon, geht schon an die Grenze, ist glaube ich nur hier möglich. Ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, wo hier der ähnlich Möglichkeiten bietet wie die hier, die Technik und das ganze Haus, und auch die haben ja hier so einen wunderbaren bitte fordert uns heraus Mentalität. Das ist ja nicht, dass man sagt, oh Gott, was soll das werden, sondern give us more. Ist fantastisch. Also ich glaube, gibt's nur hier. Also man wird regelmäßig aufgefordert, da immer weiterzugehen in der Fantasie. Und um die Reaktion, sagt ihr, könnt euch erstmal ein bisschen das entspannen, da kümmern wir uns dann schon. Und es ist insgesamt, glaube ich, so ein kreatives Becken, was einem hier begegnet, muss man schon sagen. Macht Spaß, also auch wenn man schwitzt und sagt, oh Gott, wie soll das alles werden? Es wird funktionieren.